Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu Slide 2, Band of Thieves. Hier in dieser abverreckten, gottlosen Stadt, wo man... Oh nee, dein Ernst? Wo wir gleich in eine Scheiße kommen. Weil ich so doof war und in ihn reingerannt bin, aber wegen seinen Federn ist es auch ein bisschen schwierig. Zum Glück habe ich gerade auf die richtige Taste gedrückt mit dem, mit der Rauchbombe. Sonst wäre das scheiße gekommen. Und ich bin ja mal gespannt, wann wir den lautlosen Finisher kriegen. Ach. Schon wieder. Ja, kommt. Alle mal. Ich habe gerade Bock, ein wenig zu prügeln, meine Freunde. Denn, wie ihr sicher schon in meinem Video gesehen habt, bin ich ein bisschen in Rage-Phase. Von daher kein Thema. Hallo. Wie ich mich von euch besiegen lassen würde. Mit Sly. Tch. Ich glaub's ja auch. Na? Ich bin mir nämlich offscreen am überlegen gewesen, ob ich nicht wirklich alle Flaschen sammeln will hier. Aber eigentlich warum? Ich sehe es nicht ein. Vielleicht nach dem Ganzen, wenn wir durch sind, wenn wir alles ausgeschaltet haben. Aber momentan sehe ich es nicht gerade ein. Ihr müsst halt gucken, wo ich die aufsammel. Ich werde nur die nehmen, die ich gerade so vorfinde und höre. Alle anderen lasse ich stehen und liegen. Deine Sachen nehme ich ganz gerne mit. Bronzene Medaille. Okay. Dann geh mal weg, mein Freund. Wie ihr merkt, wird auch meine untere Leiste, die Orange, immer wieder aufgefüllt. Ich gehe mal da runter. Und hoffe, man sieht mich hier nicht. Ja, ja. Könntest du dich kurz mal umdrehen? Dumme Pute. Da kannst du noch so lange gucken. Gib mir lieber dein Item, was du da drin hast. Hm, er ist noch eine goldene Medaille. Freunde. Und hier ist unsere erste Mission. Und zwar... Tarnung an der Brücke. In der Nähe der Comtesse. Codebeschaffung, Blitz-Action und Massenschlägerei. Hm, okay. Den töte ich direkt, bevor der noch zum Leben erwacht. Warum hat hier gefühlt... Die Rohre unter der Brücke versorgen die Sicherheitssysteme des Gefängnisses mit Strom. Ich muss die Leitung unterbrechen, um Murray zu befreien. Klingt nach einem Plan. Wozu brauchst du mich? Meist ist die Brücke schwer bewacht. Verstehe. Du brauchst ein wenig Schutz, während du die Bomben legst. Das ist korrekt. Ich würde ja gern helfen, aber auf der Brücke ist kein Versteck. Wir sind völlig ausgeliefert. Das ist wahr. Um die Wachen zu täuschen, musst du die Statuen zerstören und ihren Platz einnehmen. Mhm. Ich mime eine Statue. Die Wache geht vorbei und dann BAM! Hau ich von hinten drauf. Mhm. Du bist ein Genie. Das stimmt ebenfalls. Nein, ich wollte dich beim anderen... noch das Item klauen. Also, das Item ist jetzt übertrieben.
Tja, da kann ich nicht viel für. Ich wollte nicht in die Mission, aber naja. Dankeschön. Und hier beginnt der Scheiß schon. Und der hat einfach auch mal was. Dreckiger Bastard. Und ich darf ihn nicht ausrauben. Ich bin hier fertig. Folge mir rauf auf die Brücke. Ach, schon fertig? Okay. Hallo? So, ich mime die Statue, hab sogar Zeit, dem die Scheiße zu klauen. So, goldene Taschenuhr und tschüss. Und nun? So. Der hat zum Glück nichts. Der Kollege. Und bumm. Scheiße, ne? Begebe mich zum nächsten Zielpunkt. Ich glaube, wir haben ein fettes Problem. Weil ich kann nicht. Ja, klar. Geht doch. Der weitere ist platziert. Komme über die Brücke zurück. Nein. Oh, das wäre jetzt fast schief gegangen. Du hast auch nichts. Schade. Verzieh dich. Was ist denn die? Ist es die, die ich höre? Nee, die. Okay. Und gerade die sind die nervigsten. Wie kommst du so schnell wieder hier hoch? Die dritte Bombe ist in Position. Bin unterwegs, die vierte zu legen. Ist klar. Diesmal sind es nur zwei. Okay. Willst du mich verarschen? Hier. Hat das nichts gebracht? Okay. Tja. Das kann passieren, wenn man sich mit Sly anlegt. So. Und du hast ebenfalls nichts. Na dann. Wenn wir das Ganze. Wie viele Bomben willst du noch liegen, ja? Ihr seid doch behindert. Bringt doch noch mehr. Lass mal den. Den. So. So. Es reicht. So, ich bin wenigstens wieder voll. Geh weg. Oh ne. Und da kommt schon der nächste Flachknilch. Junge, wie lange geht das bei dir? Schmeißt du da immer 40 Bomben hin irgendwo?
ist schon beendet hier. Da will schon der nächste Knilch kommen. Er schleift einfach seine Armbrust mit. Ah, endlich. Die letzte Sprengladung ist bereit. Verschwinden wir. Das wird die Stromversorgung der Sicherheitssysteme lahmlegen. Falls es ein bisschen leise war, tut's mir leid, weil... Ja. ich muss gerade ehrlich sagen, dass ich vergessen habe, den Ton hochzuschrauben. Aber gut. So. Immerhin die erste Mission hätten wir. Und schon sind wir auf dem Dach. Dahin will ich auch noch. Weil ich hier auch noch gerade ein Flascheli sehe. Weg. Der Zug kann ja jetzt nicht mehr kommen. Eigentlich können wir hier kurz mal durchrennen. Danke. Da unten gibt es auch noch eine. Ach Gottchen. Zum Glück komme ich hier wieder hoch. Gehört jetzt zwar nur zu außenplanmäßigen Scheiße, aber wisst ihr, ich sag's mal so. Hier komme ich noch wegen der Comtesse durch, deswegen möchte ich das lieber jetzt gerade machen. Da unten liegt noch so ein Scheiß. Ach Gottchen, nee. Verzieh dich, mein Freund. Da oben. Ja, genau. Da gibt es überall Schätze, die ich mitnehmen könnte. Inklusive... Da gibt es auch noch einen Schatz. Da unten gibt es auch noch einen Schatz. Da unten wohnen wir. Ja, eigentlich wäre das möglich. Wenn ich schnell bin. Und hallo, Riesenroboter. Und tschüss. Hier runter. Hier rennen. Instant. Nee. Das gehört mir. Das mache ich jetzt mal so. Dann die nächste silberne Medaille gehört mir. Inklusive dein Tod. Sehr schön. So muss das. Ups. Im alten Teil hat es mir schon wieder nichts gemacht, ne? Weil ich ja ins Wasser fallen durfte. Warum er das jetzt nicht mehr darf, ist mir schleierhaft.
Wir haben trotzdem schon 14 von 30. Hier gibt's überall. Sorry. Da drüben gibt's auch noch so einen Scheiß. Hund. So. Wie komme ich da hin? Aha. Interessant. Ich nehme mir auf jeden Fall das mal mit. Da unten sollte eigentlich, ja, also da drüben, sollte eigentlich auch noch was sein, so. Gibt es hier unten auch noch was? Ne, ist okay. Können wir so stehen lassen, Freunde. Heute gibt es dafür einen längeren Part. Und auch ein mehr Tode. Weil ich komme auf dieses Gebiet nicht klar. Wie man merkt. Aber egal. Gibt jetzt Schlimmeres. Ja, klar. Na dann. Kommt jetzt von jeder Seite so ein Pissknödel. Da hoch möchte ich. Dich möchte ich tot sehen. Wie komme ich da hoch? Also ich sehe den ja. Das ist keine Frage, aber wie komme ich da hoch? Ja, genau, verpiss dich. Just a little bit problem, da hochzukommen. Dann beklauen wir zuerst mal den Kollegen. Schmeißen ihn gepflegt nicht runter oder rauf. Hier kaputt. Also fliegen kann ich noch nicht. Und fliegen kann ich allgemein nicht. Ich bekomme keine Fähigkeit, das wüsste ich. Ich bekomme mal einen Megasprung, ja, aber... Sorry. Wenn ihr euch mit mir anlegt, legt ihr euch mit dem Falschen an. Trickreich bin ich noch immer, um alle Maßen. Sehe was und das hole ich mir jetzt. Und wenn es das letzte ist, was ich tue. Da hoch komme ich nicht einfach so.
Da oben ist sogar noch eine Drecksflasche. Hm. Du kannst gehen. Du bist degradiert. Wo war das noch? Nein! Oh Gott, im Himmel und Balthasar. Jetzt komme ich nämlich auch hier drauf. Ich wollte gerade sagen, weil fliegen kann ich noch nicht. Ein Waschbär, der fliegt, den gibt's nicht. Ich glaube, da war ich schon mal. Vorhin. Da ist die andere Flasche. Dort rüber müssen wir sowieso mal. Dort rüber kommen wir so. Okay. Danke. Oh. So. Hier hoch. Hier verprügeln. Tot. Au. Oh. 22 von 30. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich sollte mal Selbstvertrauen haben in mein eigenes Können. Okay. So. Nie wieder hier hin. Und jetzt Abmarsch. Ich darf mich nur von nix treffen lassen. Zum Glück ist der Zug offline. Hi. Verpiss dich. Danke fürs Leben. Dass mir nur noch 5 fehlen, ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Doch, ich glaube einmal, als mir langweilig war damals und ich 100% haben wollte. Wo könnte noch so ein Schlusserli sein? So ein War es nicht die, die ich schon einmal gehört habe? Eine Bentley. Ach, da oben ist sie. Noch 4. Tja. Ich habe jetzt lieber den kaputt gemacht. Aber ich muss doch irgendwie noch da hochkommen. Ja, komme ich auch.
Nee. Du kannst mir allerdings deine Sachen geben. Deine goldene Medaille.28, nur noch zwei. Wo die zwei sind, keine Ahnung. Suchen wir instant. Jetzt heißt es einfach durchrennen. Ha. Sorry. Ich höre hier eine Flasche. Ganz eindeutig. Ah, ich weiß, wo die ist. Ich weiß nur noch nicht, wie ich da hochkomme, aber... Ach so, ja. Nein! Dein Ernst? Ich komme gleich. Flascheli. Ich höre doch die noch deutlich. Dein Ernst? Geh mal liegen. So, noch eine einzige. Oh oh. Und wo soll die sein? Ich höre sie. Da oben. I have a nice day, Freunde. Geh, Mann, keiner macht mich mehr an. Würde ich da sagen. Ja, ist klar. Und wie komme ich jetzt da hoch? Jetzt darf ich zuerst mal wieder drumrum rennen. Na dann. Immerhin weiß ich, wo sie ist. Kein Problem. Dass wir das hier wirklich gemacht haben. Einfach mal so, just for fun. Ja. Da drüben müssen wir hoch. Jetzt bin ich wieder in meiner Kiste. Euer Ernst gerade? Du hast eine goldene Taschenuhr.
Geh weg, ey. Hallo? Danke. Und jetzt hier hin. Und jetzt holen wir uns unsere verdiente letzte Truhe. Unsere letzte Flasche. So, und was haben wir jetzt hier? Codebeschaffung. Gut, machen wir das. Wenn wir gerade hier sind. Ach. Welch ein Wunder. Hallo? Ich muss da hoch, sonst komme ich nicht da hoch. Sly, du musst mir helfen, den Verschlüsselungsalgorithmus der Comtesse in den Griff zu kriegen. Gerne, Mann, aber ich habe keinen Schimmer, wovon du redest. Okay, ich erkläre es dir Schritt für Schritt. Siehst du die Sicherheitsstation? Die Wache daneben ist für ihren Betrieb verantwortlich. Verstanden. Zuerst musst du seinen Schlüssel zum Terminal stibitzen. Sicher, kein Problem. Dann benutze ihn in der Sicherheitsstation und löse den Alarm aus. Warte mal, du willst, dass ich den Alarm auslöse? Ja, löse ihn aus und dann verschwinde, bevor die Wachen kommen. Sobald er sieht, dass es ein Fehlalarm ist, gibt er den Code ein, um ihn auszuschalten. Und du willst, dass ich ein Foto von diesem Code mache? Versteck dich und besorg mir ein scharfes Foto von der digitalen Anzeige. Bei allen Sicherheitsstationen hier draußen? Genau. Sobald ich genügend Proben von den Codes der Comtesse habe, müsste ich ihren Verschlüsselungsalgorithmus knacken können. Ich kapier es wieder nicht. Mach du einfach die Fotos, ich erledige den Rest. Okay. Kein Ding für den King. Ich muss nur auf das ganze Gedöns hier achten. So, Schlüssel für Station. Gute Arbeit. Jetzt löse mit dem Schlüssel die Sicherheitsstation aus. Gerne. Okay, jetzt klettere an einen Ort, von dem aus du ein Foto des Sicherheitscodes auf dem Monitor machen kannst. Seht ihr, wie knapp bemessen das war? So. Kommst du mal? Wie der einfach mal chillig läuft, wenn der Alarm angeht. Und der interessiert es gar nicht. So. Jetzt, nehmen wir die Wache, die rumläuft. Würde ich sagen. Da unten ist sie. Okay. Das war wieder mal typisch. Eine Wenigkeit. Sorry. Aha. Interessant. So. Danke für dein Schlüsseli. Schlüsseli ist weg und mein Leben auch. Okay, geht auch so. Wo war die? Na dann. Geh mal dorthin.
Ich kann warten. Danke fürs Leben. Wir gehen jetzt zur nächsten Station. Die eine kann man nur weglocken, wenn man den Wecker hat. Das weiß ich gerade, deswegen habe ich mir den schon gekauft. Von daher, easy. Oder zu... Ja, genau, die ist es. Zumindest geht's einfacher. So. Ich hab's immerhin aktiviert. So. Kein Problem. So, jetzt nur noch dahin. Dann hätten wir alle. Und selbst solche Missionen können ultra nervend werden. Na. So. Sofern wir hier auf ungebetene Störungen treffen. Wie auf die hier. Da unten. Okay. Na dann. Danke für den Schlusserli. So, hier rüber. Tja, ich bin auch nicht mehr von gestern, mein Freund. Ach, dort ist die Truhe. Das finde ich ja noch geiler. Das wird mir direkt angezeigt. Nice. Ha. Nehme ich doch ganz gerne an. Da kommt man leider ja nicht rein. Dafür brauchst du einen IQ von wenigstens 140. Diese Comtesse ist doch cleverer, als ich dachte. Ich denke, der Code ist 248. Du denkst. Ich hoffe für dich. Und was ist das? Weitwurf. Was macht er? Der ist auf jeden Fall nicht bei der Fähigkeitenliste aufgezeichnet. Okay. Na dann. Dann kommt jetzt direkt mal in der Nähe der Comtesse dran.
weil wir eh gerade in der Nähe sind. Um Murray zu kommen, musste der Comtesse 2 Panzerschlüssel und den Dienstplan der Panzerpatrouille klauen. Okay. Als Taschendieb macht mir keiner was vor. Es wird nicht so leicht, wie du denkst. Die Comtesse ist nicht dumm. Seit deiner Flucht geht sie nirgendwo ohne ihre Leibwachen hin. Du musst sie einen nach dem anderen erledigen, um in ihre Nähe zu kommen. Okay. Vielleicht sollte ich sie mit Lärm von der Comtesse weglocken. Eben. Dafür braucht man auch den Wecker. Ah, verdammt. Also, ausrauben tue ich die alle mal. So, weg. So, dann ist der auch genug weg. So, komm, ich möchte die Comtesse nicht aus den Augen verlieren. So. So. Weil da kann ich schön hinter ihren Arsch und ihr den Schlüssel klauen. Wer ist da? Wo sind meine Wachen? Tja. Und dass sie uns nicht mal sieht. Das ist ein bisschen verstörend, aber egal. Hauptsache es klappt, muss ich sagen. Bronze in der Taschenuhr. Das tut mir jetzt aber leid. Ich muss da mal rein. Ich muss noch eine Etage höher. Wo ist jetzt die olle Pute da? Ich sehe schon deine Leibwachen. Dumme Nuss. Na, dann wollen wir mal. So. Das war's mit der Wache. Mit Wachen der Comtesse verfahre ich im Eilschnellgang. Im Eilzug. So. Aha. Zum Glück war die zu weit weg. Jetzt müssen wir unseren Wecker. Hier platzieren. Sonst klappt da gar nichts. Oh ne, er darf nicht in die Nähe von ihr. Nicht in die Nähe von ihr. Danke. Ja, das hätte sonst ein peinliches Nachspiel gehabt, weil ich wäre gefunden worden und wir hätten nochmal alles machen dürfen. Und, also alles nicht, aber ab dem zweiten Schlüssel hier. Sie sind schon wieder weg. Tja, jetzt fehlt nur noch die Blaupause. In welche Richtung muss ich da gehen? Zum Glück bin ich da ziemlich ...
frei in meiner Entscheidung, wo ich da jetzt durch möchte und so. So. Nice. Perfekte Landung. So. Weg mit dir auf einem so offenen Feld. Seid ihr einfach Frischfleisch für mich? Und da du noch einen Schatz hast, nehme ich dich ganz gerne hops. Also, goldene Medaille zunächst. So. Tja, und da ich angedackelt komme mit Vollspeed, wirst du mich auch nicht finden. Und die Blaupause. Oder Kontrollplan der Panzer. Wo sind diese faulen Leibwachen? Alle gefeuert. Naja. Wir sind bereit, einen Panzer zu klauen. So muss das. Spinnbeine. Und jetzt können wir hier noch hin. Wie viele haben wir noch? Nur noch Massenschlägerei, ne? Dann muss ich jetzt noch Folgendes tun. Den letzten Schatz klauen. Na? Den es in der Mitte gibt. Okay, wollte ich nicht, aber auch okay. Hauptsache, dass der andere mich nicht sieht. Ich komme hier jederzeit wieder hoch. Och, verpiesel dich. Ebenfalls. Wo ist der Scheiß? Auf der anderen Seite. Oh Gott, ich hätte jetzt fast einen Absacker gemacht, wie jetzt gerade. Leider. Ah. Okay. Hab verstanden, ihr wollt mich hier nicht haben. Ich euch auch nicht, aber ich muss hier sein. Dass die mich nicht sehen, ist ein Wunder. Dein Ernst? Sorry. Weil hier gibt's noch mal was. Und hier müssen wir auch noch hin wegen der Mission. Dass ich da nicht noch mal zurücklaufen muss, dann mache ich das jetzt und dann machen wir gleich schnell eine Prügelei. Würde ich sagen. Und dann kommt die Stromkappung als letztes. So. So viel dazu. Ja, wenn ich schon den Schatz mitnehmen kann, warum nicht? So, mein Leben ist in diesem Sinne dann auch gerade wieder gefüllt. So.
Oh. Ich glaube eher weniger. Okay, Sly. Um Murray herauszuholen, muss er in Einzelhaft geworfen werden. Ja. Dieses Rohr führt dich in seinen Zellenblock. Versuch ihn zu finden und ihm den Plan zu erklären. Danach hängt alles von Murray ab. Alles klar, bin auf dem Weg hinein. Okay. Na bitte. Jetzt spielen wir gleich Murray. Murray! Hey, Murray! Sly? Wo bist du? Hier drüben, in der Rückwand. Sly, wie schön, dich zu sehen. Die haben mich gezwungen, mit Spice versetztes Essen zu schlucken. Ich fühle mich etwas seltsam. Du musst mich hier rausholen. Kein Problem. Bentley hat anscheinend eine Schwachstelle in der Arrestzelle entdeckt. Wenn du genug Ärger anrichtest, werfen dich die Wachen dort hinein. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Na gut, wenn du meinst. Schätze, ein Kämpfer wie der Murray kann es mit 50 Feinden aufnehmen, wenn er muss. Hervorragend. Du haust 50 von diesen Typen windelweich und Bentley und ich erledigen den Rest. Eigentlich heißt es ja zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Aber ich nehme zuerst das Vergnügen. Ja. Let's do this. Hauen wir mal auf die 12. Ich bin auf 37 und es ist immer noch so laut. Ich stelle mal auf 34. Tut mir leid, dass ich wieder abgehakt bin. Weil ich einfach mal meinen Commentary-Stil abgebrochen habe, ich Vollidiot. Und halt die Backen und sterbe. Das ist die Lieblingsmission von mir. Da gibt es einfach nur auf die Fresse. Für jeden ist was dabei. Und sonst gibt es noch sowas und sowas und... Und dann sowas. Und dann sowas. Und bumm. Oh. Okay. Ihr wollt wirklich Stress? Kein Problem. Ich weiß. Momenti. Was haben wir so? Ah, seht ihr? Rennen und springen, während du Dinge trägst. Verwendung erfolgt automatisch. Sorry. So. Jetzt kann ich rennen. Und wieder weg. Und... Oh, du hast mich noch getroffen, du Wichsblödel. Yep. Los, wer möchte? Ja, noch nicht. Der Murray hält nicht stand, mein Freund. Solltest du ja auch wissen. Noch 10. Und dann gibt's ihn. Also dann kommen wir in die Einzelzelle. Wegen zu viel Radau. Ja, sicher doch. Noch 4 Stück. Und Bauchplatscher. Und Bauchplatscher. 45, das war würzig. 48, das war würzig. Fresst das, ihr Kerker-Heinis. Oh ja. Ist das asozial genug für euch? Oh, was? Ihr wollt mich in Einzelhaft werfen?
Los doch! Da legt seiner ganz schön drauf an, ne? Der gute Murray. Und 90% des Plans hat funktioniert. Jetzt nur noch eine Sache, die fehlt. Warum sind wir jetzt dort? Wir verkaufen mal alles, was wir bis jetzt gefunden haben. Oh yeah. Das nenne ich Kohle. Warum Bentley? Verpesel dich, ich will Sly. Na? Blitz Action. Kommt jetzt noch? Ich muss da durch. Sorry. Der Chef kommt. Ihr könnt ja von mir aus kommen. Das ist kein Problem. Und du bitte geh weg. Hab keinen Bock auf euch. So, und jetzt hier hoch. Und dann... Let's do this. Da vorne ist auch schon... der Schrott, um rüber zu kommen. Verpiesel dich. Ja, treffen kannst du schon mal nicht. Also das ist schon mal schlecht. Okay, Sly. Das ist er. Der riesige Angriffsroboter der Comtesse. Ja. Komm schon, Bentley. Bei allem Respekt. Er sieht verdammt nach einem Wasserturm aus. Nö. Lass dich nicht täuschen. Das ist genau das, was sie will. Genau. Zu befreien, solange das Ding in Betrieb ist. Warum? Was? Dann haben wir jede Menge frisches Trinkwasser? Ich mein's ernst, Sly. Natürlich. Hast was gut bei mir. Die Blitzableiter um das Gefängnis herum sollen Blitze von dem Wasserturm, von dem riesen Angriffsroboter ablenken. Ja. Durch Drehen der Räder am Blitzableiter müsstest du die elektrische Ladung von der Erdung umleiten können. Und ihn somit ausschalten. Folge den Blitzschlägen, um alle 5 Blitzableiter zu finden. Okay, ich soll also die Erdung an allen Blitzableitern unterbrechen, damit der riesige Angriffsroboter, der sich als Wasserturm tarnt, vom Blitz getroffen und zerstört wird. Bingo. Das war eine präzise Zusammenfassung. Du sagst es, Bentley. Und bei jedem Mal wird's schlimmer. Oh Mann. Da gibt's nichts zu gucken. Ach Gottchen. Könntet ihr mich mal in Ruhe lassen? Ich muss da rüber. Aber okay. Wie komme ich jetzt da hoch? So haben wir nicht gewettet, mein Freund. Hoch die Tassen. Na bitte. Ich hatte Angst. Wegen dem Scheißblitz. Und vor allem Ding, es wird dann immer wie schneller. Sorry. Nochmal. Und wo gibt's noch Blitze? Dort hinten.
Ich wäre sowas von für den Supersprung. Oder so. 3 von 5 haben wir bald. Sorry. Ja, genau. So. Da ist der nächste. Da und dort. Okay. Kein Problem. Ich warte jetzt noch, bis sich das erhitzt hat und dann. Der vierte dran. Und jetzt der letzte. Der dort zu Hause zu sein scheint. Wenn ich bedenke, wie oft ich mal, also wie oft ich früher hier gefällt habe. Der letzte Blitzableiter für heute und dann können wir morgen weitermachen. Würde ich einfach mal so glatt behaupten. Ja, seht ihr, wie oft mal das jetzt schon zuschlägt? Oh, verdammt. Aber wir haben es geschafft. Dank eurer Bemühungen können wir nun versuchen, Murray zu retten. Ich nenne diesen Plan der Trojanische Panzer. Schritt 1, mit den Schlüsseln der Comtesse stehlen wir einen ihrer Panzer. Ich springe rein und fahre. Du bleibst außer Sicht und kriechst darunter. Mit ein wenig Glück werden die Wachen nichts Ungewöhnliches bemerken und uns die Gefängnistore öffnen. Wir fahren ganz cool rein und sprengen dann die Sicherheitstüren von Murrays Zellenblock. Einmal drinnen kannst du deinen Weg zum Wachkontrollzentrum improvisieren und die Türen öffnen, die zur Arrestzelle führen. Hoffentlich ist Murray unter der Hypnose der Comtesse noch nicht zusammengebrochen. Das hoffe ich doch auch nicht, aber das fand ich sowas von cool, als er gesagt hat, wir fahren ganz cool rein. Und ja, das machen wir definitiv im nächsten Part, ne? Das könnt ihr euch schon mal sicher sein. Oh, ein Bentley ist es nur. Operation Trojanisches Pferd. Also beispielsweise Trojanischer Panzer. Geil. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken, für die Stunde. Und ich hoffe, die Folge wurde nicht buggy aufgenommen. Wenn ja, kotze ich im Strahl, denn ich habe wirklich jede Flasche mitgenommen heute. Von daher wird es im nächsten Part auch wieder lustig. Tödelö.